Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 23. August 2019. Heute ist Halbmond exakt um 15 Uhr und 56 Minuten. Und das bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in Spannung. Mond im Stier, Sonne im Löwe bilden sich einen sogenannten Quadrat. Es fehlt etwas. Und das könnt ihr so vorstellen, dass in einem Halbmond steht Sonne, Mond und Erde in eine Verbindung und verbindet sich drei Tierkreiszeichen, drei Elementen und fehlt aber als Ausgleich die vierte Element. Diesmal ist Sonne im Löwe vertritt die Feuerelement. Unserem Planet Erde in Wassermann vertritt die Luftelement und Mond im Stier vertritt die Erdeelement. Es fehlt die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühlen. Und es gibt drei Tierkreiszeichen, der die Wasserelement vertritt. Das ist Skorpion, Krebs und die Tierkreiszeichen Fischen. Energie fließt von Tierkreiszeichen Fischen, weil dort bewegt sich gerade ein rückläufiger Neptun und die Lilith-Energie und hat einen Einfluss auf die ganze Geschehen, weil Neptun bildet sich ein Quinkungsaspekt zum Merkur. Dieser Quinkungsaspekt, das ist diese grüne Linie, bedeutet ein Vielleicht und löst Unsicherheiten aus. Und es ist wichtig heute auf unseren Gefühlen achten, die Ruhe bewahren und intuitiv handeln. Wenn wir Gespräche führen, und das ist die Merkur-Energie im Löwe, dann sollen wir darauf achten, hier haben wir einen Einfluss von Neptun. Und diese grüne Linie, dieser sogenannten Quinkungsaspekt, heißt ein Vielleicht. Es ist schwierig, etwas klären, besonders wenn es um unsere Gefühle geht. Oder kommen Gespräche, Informationen auf uns zu und das verunsichert uns und wirkt auf unsere Emotionen. Sondern das ist viel, viel wichtiger, die Ruhe bewahren, wenn es um Gespräche handelt, alles auf den Punkt bringen, überlegen, was wir sagen und wie wir das formulieren. Und wenn jemand uns etwas sagt und das verunsichert uns oder sogar verletzt uns, dann bitte das nicht wortwörtlich nehmen. Und so schaffen wir die inneren Gleichgewicht und Harmonie. Sonne bewegt sich noch im Löwe, wobei das ist die Scheinbewegung, die Sonne in Wirklichkeit bewegt sich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Sonne ist auf jeden Fall im Grenzbereich und übergeht dann in Tierkreiszeichen Jungfrau, beginnt dann ein neues Monatsthema, Jungfrau-Energie. Viele Dinge im Leben in Ordnung zu bringen und natürlich auch die Heilung dazu. Sonne bildet sich eine Konjunktion zum Juno oder Hera. Eine ist die römische Name, andere ist die griechische Name.
Und das bedeutet, dass die beiden treffen sich in Tierkreiszeichen Löwe und wirken zusammen. Juno oder Hera ist ein Kleinplanet. Sie ist die Göttin der Geburt, Göttin der Ehe und Fürsorge. Die Ehefrau von Himmelsgott Zeus oder Jupiter. Juno ist die Schirmherrin von Stadt Rom und Monat Juni wird von ihr abgeleitet. Und diese Verbindung löst aus, wie wichtig das ist, die Augen öffnen, auch das Herz öffnen für Thema Familie, Geburt, Ehe, Fürsorglichkeit. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und nähert sich zum Mars. Sie sind schon im Orbisbereich und wirken auch gemeinsam und aktivieren Thema Liebe, Partnerschaft. Diese Konjunktion wird morgen exakt sein, also wirkt intensiver. Aber diese Liebesenergie ist auch spürbar und mit Jungfrau Einfluss ist wichtig in die Liebe, Partnerschaft, Ordnung bringen. Jupiter und ein rückläufiger Saturn haben immer noch die Halbsextil-Verbindung. Und das bedeutet Unterstützung, eine gegenseitige Unterstützung in eine rechtliche Lage. Saturn hilft dabei, etwas klären, etwas in Ordnung bringen. Aber wir können damit rechnen, dass bald kommt ein Jupiter-Neptun-Quadrat. Es nähert sich und es wirkt auf die Geschehen. Und diese Verbindung betrachte ich als schwierig. Und das hat mit einer rechtlichen Lage was zu tun oder mit Ungerechtigkeiten, weil das, was sich nähert, das ist scheinheilig, das kann auch Lügen, Intrigen oder sogar Betrug sein. Neptun bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier befindet sich Schwarzmond oder Lilith. Das hat mit dunklen Energie gar nichts zu tun, sondern das ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn und aktiviert unsere Sehnsüchte und Wünsche. Aber wir stellen das gerne in die Schattenseite, weil oft laufen wir davon, wir glauben nicht daran. Und langsam kommt diese Annäherung zwischen Neptun und Lilith. Und Neptun zeigt, wie wichtig das ist, Träume zu haben, Visionen, daran zu glauben. Vielleicht haben wir sogar hier auch Prüfungen in unserem Leben, ob wir das wirklich aufgeben oder befestigen. Natürlich muss ein Traum realistisch sein, aber wir brauchen eine Vision. Wir brauchen Ziele in unserem Leben und da belehrt uns diese Neptun-Energie und mit Verbindung zum Lilith ist das ein Hinweis, wie wichtig das ist, dabei bleiben, daran zum Glauben und nicht gleich aufgeben. Und das war mein Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.